Hallo, heute möchte ich ein kurzes Review zum FlashForge Finder vorstellen. Der FlashForge Finder verfügt über ein Bauvolumen von 140x140 mm und kann PLA und TPU drucken. Es handelt sich um einen Direct Extruder. Alle allgemeinen Daten könnt ihr hier rechts aus der Tabelle entnehmen. Beim FlashForge Finder wird ein Flachbandkabel verwendet. Ich hätte es besser gefunden, wenn ein flexibles Kabel verwendet würde, da das die Kabelbruchgefahr deutlich minimiert. Jedoch sind bis jetzt nach 100 Stunden Druck noch keine Probleme aufgetreten. Das Bauvolumen ist ca. 140x140x140 mm groß. Es hätte jedoch auch ein Druckbild von ca. 200x200 mm Platz gefunden, ohne Änderungen am Gehäuse vorzunehmen. Ich erachte 200x200x200 mm als Standarddruckgröße bei heutigen Druckern. Somit erachte ich das etwas kleine verbaute Druckbett als Geldschneiderei. Der Drucker arbeitet sehr leise und präzise, jedoch sollte man bedenken, dass es sich bei dem Drucker um ein Hartplastikgehäuse handelt. Dieses beginnt leicht zu schwingen und so Geräusche verursachen bei Druckgeschwindigkeiten über 50 bis 60 mm pro Sekunde. Wenn FlashForge hier ein etwas stabileres Gehäuse verwendet hätte, wäre eine deutliche Reduktion der Drucklautstärke zu erreichen gewesen. Verglichen mit anderen Druckern arbeitet der FlashForge Finder jedoch immer noch sehr leise. Seht ihr alles, was beim Drucker als Zubehör dabei geliefert wurde. Leider fehlen ein Spachtel und eine Pinzette, was hilfreich wäre, wenn man den Drucker als Einsteigerdrucker erwirbt. So muss man sich dazu bemühen, einen Spachtel und eine Pinzette separat zu besorgen. Ansonsten liegt das übliche USB-Kabel, der USB-Stick für die Daten sowie diverses Montagewerkzeug dabei. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass eine 600 Gramm Filamentrolle dabei liegt. Das hier umrandete Werkzeug dient dazu, steckengebliebenes Filament durch den Extruder zu drücken, damit man neues Filament einführen kann. Der Drucker verfügt über ein Touchscreen-Display, was eine sehr einfache und leichte Bedienung garantiert. Es gibt drei Hauptmenüs. Im dritten Menü findet man alle Einstellungen, die benötigt werden, um den Drucker einzurichten. Um das Filament zu wechseln, muss man lediglich auf das Untermenü Filament klicken und dann den Anweisungen auf dem Display folgen. Dank der Hotend-Isolierung heizt sich der Drucker innerhalb von 40 Sekunden auf die gewünschte Temperatur auf. In meinem Fall waren es von 17 Grad auf ca. 220 Grad Celsius. Des Weiteren ist die gute Hotend- bzw. Objektkühlung zu beachten, die äußerst edel realisiert worden ist. Eine weitere gute Idee von FlashForge war es, eine Spulenhalterung in den Drucker zu integrieren, um so den Platz, den der Drucker benötigt, zu minimieren. Leider weist diese Spulenhalterung zwei Nachteile auf. Es können nur Spulen von 600 Gramm verwendet werden, die einen Außendurchmesser von 18 cm nicht überschreiten und nicht höher als 5,6 cm sind. Die Aufnahme der Spule sollte 1,2 cm groß sein. Deshalb können Standard 1 Kilogramm Spulen nicht verwendet werden. Des Weiteren muss beachtet werden, dass wenn ihr den Drucker im Regal verstauen wollt, ihr zur angegebenen Höhe gut 20 bis 25 cm dazu addieren solltet, damit ihr die Kartusche mit der Spule herausnehmen könnt. Ebenso verfügt der Drucker über ein Slide-Druckbett. Das heißt, ihr könnt das Druckbett ganz bequem herausziehen nach dem Druck, um den Druck zu entfernen. Dies ist äußerst praktisch und verhindert, dass ihr das Druckbett nach jedem Druck neu kalibrieren müsst. Ebenso verfügt der Drucker über einen Leveling Assistant, was es vor allem Einsteigern sehr einfach macht, die Druckhöhe korrekt einzustellen. Beim Leveling Assistant müssen lediglich alle Schrauben zu Beginn komplett runtergedreht werden und anschließend so weit hochgedreht werden, bis ein Piepton erzeugt wird. Dies ermöglicht ein einfaches und schnelles Einstellen der Druckplattenhöhe. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr unter Menü Drucken direkt zu jedem Modell ein passendes Vorschaubild und die angegebene Druckzeit sehen können. Das Vorschaubild wird über die firmeneigene Software FlashPrint erstellt. Da der Drucker über eine Wi-Fi-Steuerung verfügt, kann mittels der Software FlashPrint Einstellungen am Drucker vorgenommen werden. Veränderungen, die zum Beispiel vorgenommen werden sind, sind zum Beispiel Farbänderungen, wie ich es hier zeige. Vom Farbwechsel von Grün, Gelb, Blau, alle möglichen Farben können mithilfe der LEDs erzeugt werden. Um die Druckqualität des FlashForge Finders zu testen, wurden verschiedene Testobjekte gedruckt. Diese Testobjekte wurden in PLA in verschiedenen Farben gedruckt von verschiedenen Herstellern. Der Octopus wurde in weißem TPU, also flexiblem Filament, gedruckt.
Sowohl die Wolfsköpfe als auch die Eulen weisen eine hohe Detailgenauigkeit auf. Die beiden Lacrima Cubes weisen kein Stringing auf und haben auch sonst keine Probleme beim Druck bereitet. Der Octopus wurde im flexiblen Filament mit den Standardeinstellungen gedruckt. Die Standardeinstellungen weisen eine Druckgeschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde auf. Diese ist meines Erachtens aber noch deutlich steigerbar auf 35 bis 40 mm pro Sekunde, da es sich bei dem Drucker um einen Direct Extruder handelt. Das Standard Banshee weist ebenfalls keine Probleme oder Schwierigkeiten auf. Bei allen Objekten hier handelt es sich um die Erstdrucke. Das heißt, die Objekte, die beim ersten Versuch herausgekommen sind, ohne jegliche Anpassungen mit den Standardeinstellungen aus dem Profil von FlashPrint. Hier geht's zum zweiten Teil des Videos. Im zweiten Teil des Videos rede ich über FlashPrint, den Slicer von FlashForge. Zum Schluss erhaltet ihr nochmal einen kompletten Überblick und ein Fazit zum FlashForge Finder, in dem ich alle positiven wie negativen Aspekte vorstelle. Viel Spaß beim zweiten Video.